Sie haben scharfe Zähne, kräftige Muskeln und dulden es nicht, wenn man in ihr Revier eindringt. Aber was Primaten noch gefährlicher macht, ist, dass sie intelligenter und aggressiver sind als andere Tiere. Heute stellen wir dir die 5 tödlichsten Primaten der Welt vor und zeigen dir, wie einige Glückspilze den Angriff dieser gefährlichen Tiere überlebt haben. Glaubst du, du könntest sie überlisten? Finden wir es heraus. Wie überlebt man die 5 tödlichsten Primaten? Primaten gehören zu der vielfältigsten Ordnung von Säugetieren mit mehr als 500 Arten, darunter auch der Mensch. Im Verhältnis zum Körpergewicht haben Primaten das größte Gehirn aller Landsäugetiere. Fun Fact: Andere Primatenarten sind genauso gewalttätig wie Menschen. Primaten sind die brutalsten Tiere des Planeten und töten ihre eigenen Artgenossen 6-mal häufiger als jedes andere durchschnittliche Säugetier. Wenn sie schon ihre Artgenossen töten, was sollte sie dann davon abhalten, dich abzuschlachten? Sind Schimpansen stärker als Menschen? Wie hart kann ein Gorilla zuschlagen? Können Primaten Waffen einsetzen? Nummer 5. Der Mandrill. Diese bunten Affen leben in den Wäldern Äquatorialafrikas und durchstreifen ihr Revier auf der Suche nach Nahrung. Die Männchen werden über 1 Meter groß und haben kräftige Gliedmaßen und 5 cm lange Eckzähne, mit denen sie dich leicht zerfleischen können. Wenn der Testosteronspiegel ansteigt, werden die Gesichtsfarben der Männchen intensiver. Schlagen sie vor dir auf den Boden und ihre Gesichter werden immer bunter, sind sie kampfbereit. Nicht weglaufen! Sie jagen dich mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern, also mehr als 6-mal so schnell wie ein durchschnittlicher Mensch. Zieh dich stattdessen langsam und still zurück. Nummer 4. Der Gelada. Diese einzigartigen Primaten bewohnen ausschließlich das Hochland von Äthiopien. Sie sind schnelle Läufer, erfahrene Kletterer und aggressive Jäger und ähnlich groß wie Mandrills und Paviane. Geladas haben einen einzigartigen rötlichen Fleck auf der Brust und große scharfe Zähne, mit denen sie ihre Gruppe verteidigen. Wenn dich einer anstarrt und seine Zähne zeigt, bist du in Gefahr. Versuche nicht wegzulaufen, denn sie können bis zu 45 Stundenkilometer schnell werden. Zieh dich langsam zurück und behalte ihn im Blick. Nummer 3. Der Pavian. Sie leben in der Savanne und anderen halbtrockenen Gebieten in Afrika und Arabien. Auf der Suche nach Nahrung können sie sehr aggressiv werden. 2011 terrorisierte der berüchtigte Pavian Fred Touristen und die Einwohner von Kapstadt. Fred hatte gelernt, in Autos und Häuser einzubrechen. Er griff auf der Suche nach Nahrung Menschen an. Als man das Tier schließlich einschläferte, stellte sich heraus, dass er bereits 50 Mal angeschossen wurde. Ja, Paviane können gefährlich sein. Niemals füttern. Sie sind Opportunisten und können sehr gewalttätig werden. Gib ihnen, was sie wollen, und dann geh weg. Aber flott. Nummer 2. Der Gorilla. Gorillas leben in den Regenwäldern Zentralafrikas. Sie haben es auf Platz 2 unserer Liste geschafft, weil sie die größte Primatenart der Erde sind. Sie werden bis zu 1,80 Meter groß und bis zu 200 Kilo schwer. Okay, einige Menschen werden auch so groß und so schwer, aber niemals so stark. Sie heben bis zu 900 Kilogramm und können mit 450 Kilo auf dich einschlagen. Na, Bock auf Stress? Besser nicht. Es gibt eine feste Rangordnung. Sieht das Alpha-Männchen dich als Bedrohung an, wird es dich vertreiben. Deine einzige Chance? Zeig, dass du kein Rivale bist. Mach dich klein, knie dich hin und sieh ihm nicht in die Augen. Nummer 1. Der Schimpanse. Willkommen auf Platz 1 der gefährlichsten Primaten. Schimpansen leben in Zentral- und Westafrika und sind die am weitesten verbreitete Menschenaffenart. Sie werden bis zu 1,70 Meter groß und sind sehr stark. Aber nicht so stark, wie man denkt. Jahrzehntelang glaubte man, Schimpansen seien 5- bis 8-mal stärker als Menschen. Das war das Ergebnis einer fehlerhaften Studie. Neuere Studien zeigen, dass Schimpansen nur etwa 1,5-mal stärker sind.
Sie teilen 98% unserer Gene und ja, sie benutzen Waffen. Schimpansen werfen mit Sachen und verwenden Speere, um andere Tiere zu verletzen. Vor ihrem Maul sollte man sich besonders in Acht nehmen. Bei einem Angriff werden sie versuchen, dich zu verstümmeln. 2009 wurde eine Frau in Connecticut von Travis, dem Schimpansen eines Freundes, angegriffen. Bevor die Polizei ihn erschoss, riss das Tier ihr die Finger ab und zerfetzte ihr das Gesicht. Zum Glück überlebte sie. In so einer Situation sollte man versuchen zu deeskalieren. Die zusammengebissenen Zähne zu zeigen, ist für Schimpansen ein Zeichen der Unterwerfung. Wenn das nicht funktioniert, solltest du unbedingt das Maul des Tieres abblocken, aber bloß nicht mit deinen Händen. Das war knapp. Zum Glück haben die 2% der Gene, die uns von den anderen Primaten unterscheiden, dich gerettet. Aber was passiert, wenn du von einem anderen Menschen angegriffen wirst? Könntest du überleben, wenn du mit einigen der tödlichsten Menschen eingesperrt wärst? Finde es heraus. Hierbei. Überleben.